Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Entwicklung der Menschheit. Aufbauend auf dem ersten Teil möchte ich mich heute mit dem Menschen selbst beschäftigen. Im ersten Teil hatten wir die Umwelt, den Kosmos und einige Planeten, die relevant für unsere Entwicklung sind, betrachtet. Zum Beispiel Mond und Sonne, aber auch Merkur bis hin zum Saturn. Jetzt wollen wir uns um den Menschen kümmern und steigen gleich ein mit der Bibel und der Genesis, in der es heißt, lasst uns den Menschen machen. Diese Formulierung war in den letzten Jahrhunderten immer Anlass zu reichlich Missverständnissen, denn warum sollte Gott von sich in der Mehrzahl sprechen? Es handelt sich dabei jedoch um die Elohim, die Geister der Fort. Sie haben den Menschen im Grunde so weit zusammengebastelt, denn sie haben den göttlichen Geist, den Funken, den ewigen Wesenskern in eine menschliche Seele gebracht. Einige Zeit später hat Gott der Herr, hier unterscheidet die Bibel recht detailliert, den Menschen aus Lehm gemacht oder aus Erde und den Lebensatem eingeblasen, wodurch der Mensch eine lebendige Seele wurde. Die Elohim selbst haben auch noch andere Aufgaben. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf die Entwicklung im Allgemeinen. Das Bild unseres Sonnensystems, was wir im ersten Teil bereits kennengelernt haben, liefert einen recht exakten Eindruck einerseits von alten Kulturen, die noch geistige Hierarchien in ihrer Anschauung betrachtet haben, als auch unser modernes physisches Weltbild. Das Sphärenmodell des Ptolemäus und die kopernikanische Anschauung sind zwei verschiedene Sichtweisen, einmal geistig, einmal physisch, desselben Sonnensystems. Das ptolemäische System zielt auf die geistigen Verhältnisse ab. Hier sind die Planeten Grenzmarken für die Herrschaftsgebiete der geistigen Hierarchien. Das kopernikanische System schaut auf die physische Beschaffenheit, im Grunde das, was wir in der Schule gelernt haben. Die weiteren Planeten unseres Sonnensystems sind hier nicht dargestellt, weil diese erst in den nächsten Entwicklungszyklen Einfluss auf uns Menschen, auf die Erde haben werden. Auch in alten Kulturen wurden diese im Grunde nicht beachtet, sondern, wie wir gesehen haben, war irgendwie beim Saturnschluss, also bei der Saturnsphäre. Danach kam dann allerdings der Tierkreis. Die Planeten, die inzwischen entdeckt worden sind, Uranus und Neptun, und auch der Pluto, der jedoch inzwischen schon wieder nicht mehr als Planet definiert ist, sind auch neue Planeten oder im Grunde hinterher zugeflogene. Sie weisen auch andere Merkmale auf, mit denen wir uns aber nicht näher beschäftigen wollen. Es handelt sich um Übergangszustände und verschiedene Entwicklungszustände sind hier ganz einfach parallel zu verzeichnen. Wir kennen es auch vom menschlichen Leben. Neben jungen Menschen gibt es auch ältere, auch ganz alte und noch nicht ganz so junge. Aber das ist einfach die Evolution. Es gibt alle Zustände, egal ob in einem Dorf, in einer Stadt, in einem Land oder auf der ganzen Erde. Im gesamten Kosmos herrscht eine gewisse Ordnung und wir als Menschen nehmen sozusagen teil, ganz passiv zunächst einmal. Im Unterschied zum Tier muss der Mensch an sich selbst arbeiten, um sich weiterzuentwickeln. Gehen, stehen, das Gleichgewicht und die Sprache lernen und mit anderen Menschen zusammen sein. Soziale Kontakte entwickeln. Und alles, was das menschliche Dasein auszeichnet.
Im Gegensatz zum Tier geht der Mensch aufrecht, lebt in der Vertikalen, das Tier in der Horizontalen. Der Geist, das Ebenbild Gottes, ist der unsterbliche Teil im Menschen. In diesem Bild als kleiner Wassertropfen dargestellt, der aus dem im Grunde schier unendlichen Ozean herauskommt. Dieser unsterbliche Teil, der Geist, der ewige Wesenskern, ist der Teil, der die Entwicklung bestimmt. Er verkörpert sich immer wieder, um sich immer weiter zu entwickeln. Die Lehre von der Reinkarnation, der Wiedergeburt auf Deutsch, war Bestandteil aller alten Kulturen und ist es teilweise im Orient immer noch in beträchtlichem Maße. Im Christentum, zu den Anfängen des Christentums, wurde diese Lehre jedoch in den Hintergrund gedrängt, weil dieses eine Leben wichtig werden sollte. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der Körper wurde, wie es schon bei Goethe heißt, als etwas Vergängliches angesehen und ist es ja nun auch einmal. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt lehrte auch Buddha. Und dass wir nach dem Tod auferweckt werden, berichtet auch der Koran. Doch wie gesagt, um das eine Leben wertzuschätzen, wurde die Lehre von der Reinkarnation in der christlichen Lehre für einige Zeit nicht gelehrt. So lange, bis jeder Mensch zumindest einmal diesen Impuls aufgenommen hatte. Die Anschauung war vor 2 Jahrtausenden noch sehr lebendig, waren doch einige überzeugt, dass der Christus der wiedergeborene Johannes der Täufer, Elia, Jeremia oder ein anderer der Propheten war. Da wir uns an unsere bisherigen Inkarnationen nicht bewusst erinnern können, brauchen wir jemanden, der das für uns sozusagen übernimmt und uns begleitet auf unserem Weg. Das sind die Engel, auch Schutzgeister genannt, die über die Jahrtausende an unserer Seite sind. Denn im Durchschnitt erfolgt eine Inkarnation alle 1080 Jahre. Denn es passt sich an das Umlaufen der Erde durch die Tierkreiszeichen an. Und wie wir aus dem ersten Teil noch wissen, dauert so etwas 2160 Jahre für jedes Tierkreiszeichen. Pro Tierkreiszeichen haben wir im Durchschnitt 2 Inkarnationen, eine männlich, eine weiblich, damit wir alles an Erfahrung sammeln können, die es zu sammeln gibt. Für unsere Entwicklung lernen wir in den einzelnen Kulturepochen von diesen 2160 Jahren Dauer das, was dann zu lernen ist. Für unsere Entwicklung. Tun wir es jedoch nicht, wird es schwer, das nachzuholen, denn die Verhältnisse im Kosmos ändern sich ja. Auch der Kosmos entwickelt sich. Alles ist in Entwicklung. Es gibt nicht mehr die gleichen Verhältnisse zu einem späteren Zeitpunkt. Das kann man sich auch an den physischen Verhältnissen klar machen. Denn eine Reise zum Mond wird detailliert geplant, damit die Rakete, die die Erde verlässt und irgendwann in die Mondumlaufbahn eintritt, auch exakt den Flug nimmt und den Weg nimmt, der berechnet und am günstigsten ist. Die Verhältnisse werden später nicht wieder so sein. Die Engel begleiten uns und sorgen für unseren ewigen Wesenskern, den Geist, der von Inkarnation zu Inkarnation zieht und jeweils einen Extrakt aus dem Gelernten und Erlebten mitnimmt. Schauen wir nun zur nächsten Stufe, zu den Erzengeln. Da können wir feststellen, dass diese Kategorie von Engeln schon etwas mehr leistet, eine größere Aufgabe hat, denn hierbei handelt es sich um Volksgeister.
Sie sind tatsächlich diejenigen, die wir etwas abstrakt als Volksgeister bezeichnen, die jedoch ihre Impulse in ganze Völker hineinsenden. Die Zeitgeister wiederum, die Geister der Epochen, senden ihre Impulse im Laufe von Jahrhunderten für die ganze Menschheit. Sie tragen Sorge, dass sich alles zur richtigen Zeit abspielt und ereignet. Nun sind wir wieder bei den Elohim angelangt, den Geistern der Form. Sie verfügen über ein so hohes Bewusstsein, dass sie alles von einem Planeten zum nächsten bringen können. Denn auch Planeten entwickeln sich und verändern sich. Ihren Körper, ihre äußere Gestalt und ihre innere Konfiguration. Und wie das bei unserer Erde aussieht, wollen wir uns jetzt einmal anschauen. In der Geisteswissenschaft werden 7 Entwicklungsstufen der Erde angegeben, für die jeweils andere Namen gebraucht werden und die in Verbindung zu unseren heutigen Planeten stehen. Beispielsweise war die erste Verkörperung unserer Erde ein reiner Wärmezustand und der Planet so groß, dass er alles in sich einschloss, bis zur heutigen Sphäre des Saturn. Daher wird er auch Saturn genannt, der erste Verkörperungszustand unserer Erde. Es folgte ein Verdichtungsprozess und es entstand neben Wärme Luft, im dritten Zustand Wasser und im vierten Zustand schließlich Erde. Das ist unser heutiger Planet. Wie es sich damit in Bezug auf uns Menschen noch verhält und mit unserem Bewusstsein zusammenhängt, werden wir im dritten Teil der Entwicklung der Menschheit betrachten. Jetzt wollen wir uns aber dem Menschen zuwenden und zwar einmal ganz genau hinschauen, nämlich woraus er überhaupt besteht. Da sehen wir, dass wir den Geist, die Seele und den Körper als 3 Grundelemente betrachten können. Jeder von diesen 3 zerfällt aber wiederum in 3 weitere oder gliedert sich in 3 weitere. Nämlich erstens der Körper in den physischen Leib, den Äther oder Lebensleib und den Empfindungsleib. Den physischen Leib haben wir mit den Mineralien gemeinsam. Den Äther oder Lebensleib mit den Pflanzen. Das Samenkorn zum Beispiel hat die Kraft in sich, die Pflanze nach aufwärts zu treiben. Diese Kraft haben wir auch in uns. Wir leben heute allerdings in der mineralischen Welt und holen die Kraft aus der Kohle. Steinkohle und Braunkohle waren einmal Pflanzen. Auch das werden wir im dritten Teil noch genauer ausführen. Unsere nächste Komponente, unser Grundbestandteil, die Seele, gliedert sich in die Bewusstseinsseele, die Verstandesseele und die Empfindungsseele. Empfindungsleib und Empfindungsseele bilden beim jetzigen Menschen eine Einheit und sind verschmolzen zu dem, was in der Geisteswissenschaft Astralleib genannt wird. Die Tätigkeit der Seele selbst wollen wir kurz an einem Beispiel erörtern. Haare sind da, physisch gesehen. Sie wachsen aufgrund der Tätigkeit des Äther oder Lebensleibes. Doch wenn man sie schneidet, verursachen sie bzw. der Schnitt keinen Schmerz. Das heißt, die Verbindung zum Astralleib, zur Seele, ist in dem Sinne nicht vorhanden. Im Gegensatz zu ganz anderen Dingen wie Hautbestandteilen. Wenn wir uns stoßen, dann tut es weh. Oder verbrennen. Aber ein Haarschnitt tut nicht weh. Diesen Astralleib, diese Seele, haben wir gemeinsam mit den Tieren. Er ist Träger von der Empfindung, Lust, Leid und Freude, Schmerz, Affekten, aber auch Leidenschaften, Wünschen und Begierden. Das alles spiegelt sich in unserer Seele. Der Geist wiederum gliedert sich in 3 Bestandteile,
den Geist des Menschen, den Lebensgeist und das Geist selbst. Das Geist selbst bildet die Brücke, die Verbindung zur Seele und ist verschmolzen, sodass die Bewusstseinsseele und Verstandesseele gemeinsam als Ich bezeichnet werden können. Das macht die eigentliche Persönlichkeit des Menschen aus. Wir können es auch von einer anderen Seite betrachten, nämlich mit dem Ablauf des Lebens, mit dem Tod. Wenn wir den physischen Körper ablegen, gehen die irdischen Stoffe zurück zur Erde. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Im Gegensatz zum Schlaf, wo der Ätherleib zum Großteil mit dem physischen Körper verbunden bleibt, was wir zum Beispiel auch an der Atmung bemerken können, hat der Tod dann die endgültige Trennung des physischen Körpers vom Ätherkörper, vom Ätherleib zur Folge. Nach 3 Tagen ungefähr legen wir auch diesen Ätherleib ab, der sich in seine Ätherwelt, in die allgemeine, in den Weltenäther auflöst, mit Ausnahme eines kleinen Extraktes, nämlich dem Teil, den wir bearbeitet haben durch unsere Einwirkung des Ichs. Dieser Extrakt bleibt immer in uns. Wir nehmen ihn mit von einer Inkarnation zur nächsten. Fassen wir noch einmal zusammen. Die 3 Bestandteile, Körper, Seele und Geist, machen insgesamt den Menschen aus. Der Körper dient uns dazu, die Natur um uns herum wahrzunehmen. Wir stehen über den Körper mit ihr in Verbindung. Die Seele, unser Inneres, ist das, was für Gefallen oder Missfallen, Lust oder Unlust, Freude und Schmerz verantwortlich zeichnet bzw. es uns bewusst macht. Dadurch nehmen wir es innerlich wahr, durch den Körper, im Zweifelsfall äußerlich, wenn uns jemand schlägt. Innerlich empfinden wir dann den Schmerz in der Seele. Nur beim Haare schneiden nicht. Der Geist ist dasjenige, was in allen Dingen ein göttliches Wesen sieht. Denn alles stammt schließlich aus dem Geist, wie wir im ersten Teil gesehen haben. Der göttliche Geist ist anteilig überall vorhanden. Nur eben in verschiedenen Zuständen. Traditionell gilt das Herz als Sitz oder Mittelpunkt der Seele. Und in der Bibel findet sich ein entsprechender Spruch, der besagt, dass aus dem Herzen der Menschen die bösen Gedanken kommen, wie zum Beispiel Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Die Entwicklung besteht nun darin, diese negativen Aspekte und Eigenschaften in positive zu verwandeln. Zum Beispiel niemanden umzubringen oder nicht die Ehe zu brechen, nicht zu stehlen und so weiter. Des Weiteren gibt es natürlich noch so Dinge wie Verschwendungssucht, Leichtsinn oder Gleichgültigkeit, Angeberei und Selbstüberschätzung. Auf der anderen Seite wiederum Eifersucht, Zorn, Aggressivität und Rachsucht. All diese negativen Eigenschaften lassen sich in verschiedene Kategorien einsortieren und es bedarf tatsächlich mehrerer Leben und Inkarnationen, um all das sozusagen zu neutralisieren. Das ist die menschliche Entwicklung. Wenn das geschafft ist,
ist auf der Strecke, auf dem Weg ein großer Schritt getan. Im Laufe der Entwicklung, im Laufe des Lebens, ob nun einem oder mehreren, ist dabei nicht so entscheidend, ergeben sich dadurch mannigfaltige Verflechtungen, Beziehungen und man kann schnell einmal den Überblick verlieren, zumal wenn man gar nicht weiß, um was es geht. Dann wirkt es so wie ein Baum mit seinen verschiedenen Ästen, Zweigen, Blättern, die sich in vielerlei Hinsicht übereinander, durcheinander entwickeln, wachsen und gedeihen und man gar nicht so richtig darauf achten kann, wohin die Reise geht. Hier muss sich jeder selbst erkennen oder wie ein altes Sprichwort aus der Antike besagt, erkenne dich selbst. Das gehört unbestreitbar zur menschlichen Entwicklung dazu und ist der essentielle Bestandteil, um die Seele weiterzuentwickeln. Und in der Seele wiederum entwickelt sich dann der Geist. Abgesehen davon hat es auch Auswirkungen auf den Körper, denn je nachdem, wie wir innerlich gestrickt sind, haben wir auch eine Disposition für körperliche Befindlichkeiten. Gute Gedanken bewirken Gutes, schlechte Gedanken bewirken Schlechtes. Das kann in diesem Leben sein, es kann auch in einem nächsten Leben sein. Wenn man den Überblick jedoch bewahrt, und einigermaßen einen Fahrplan hat, dann ist man zumindest auf einem sicheren Weg. Kommen wir nun zu unserer Umwelt und unseren Mitmenschen. Denn natürlich haben wir mit unseren Eigenschaften auch Anteil an der Welt insgesamt. Also unser Inneres macht sich ja äußerlich auch bemerkbar. Sind wir ein guter Kumpel, ein Freund oder jemand, den man eher nicht so gerne hat? Das alles hat Auswirkungen auf die gesamte Menschheit. Natürlich nur ein kleiner Teil, aber Step by Step. Wir kommen damit zum Begriff des Karma, dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Denn jeder Schaden, den wir anderen zugefügt haben, jede Tat, alles erleben wir seelisch, nur in der Seele, denn den Körper haben wir ja nicht mehr. Und die Seele ist der Ort, wo es verarbeitet und aufgenommen wird. Damit legen wir die Anlage, damit wir es in einem späteren Leben wieder ausgleichen können. Das ist das große Gesetz von Karma, Ursache und Wirkung. Aktio gleich Reaktio. Jede Tat bewirkt eine Gegentat. Im umfassendsten Sinn des Wortes ist dieses Gesetz ein Naturgesetz und gilt für alle Wesen im Kosmos. Wir legen uns also im Grunde selbst Hindernisse in den Weg, um sie zu überwinden und uns dadurch zu entwickeln. Und dadurch schaffen wir vielfältige Beziehungen zu anderen Menschen, knüpfen Anziehungsbänder, die später dazu führen, dass wir zum Beispiel mit 21 Jahren umziehen oder mit 30 Jahren heiraten oder. Daran knüpft sich die ganze Entwicklung, sowohl allgemein als auch in Bezug auf den Menschen. Dabei gilt, dass Gutes Gutes nach sich zieht und Böses Böses. Oder volkstümlich gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Meine guten Taten werden sich in der Zukunft genauso auswirken wie meine schlechten. Letztere muss man ausgleichen, von ersteren profitiert man, auch in gesundheitlicher Hinsicht. Daher ist es immer gut, bevor man etwas tut, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und sich die Sache von der anderen Seite anzusehen. Quasi einen Weltanschauungswechsel durchzuführen, so wie wir im ersten Teil betrachtet haben.
oder wie früher, als wir die Klausur vor dem Abgeben noch einmal durchgelesen haben. Die Entwicklung im Allgemeinen, im Universum, ist die vom Nehmen zum Geben, vom Geschöpf zum Schöpfer. Diejenigen Wesen, wenn wir sie so nennen wollen, wie Mineralien, Pflanzen, Tiere, Menschen, Engel, Erzengel und so weiter, bis hin zu den Seraphim, gliedern sich alle ein in diese Hierarchie, und je höher sie entwickelt sind, umso ähnlicher sind sie dem Schöpfer, Gott, und können dann selbst schöpfen. Der Mensch ist so gestaltet, dass er durch äußere Impulse, die er erhält, entsprechende innere Wirkung auslösen kann. Beispielsweise durch Zuführung von Nahrung wird er angehalten, aus sich selbst heraus Stoffe zu bilden. Denn er wird ja nicht zum Rind, Schwein oder Huhn oder zur Kartoffel oder zum Kürbis, wenn er entsprechende Nahrungsmittel zu sich nimmt, sondern er verwertet sie nur für sich. Ähnliches gilt auch für die Tiere. Ein Löwe, der nur Antilopen frisst, wird nicht zur Antilope. Die Form bleibt immer die Form. Dahinter stecken die Geister der Form, die das alles mal irgendwann so veranlagt haben. Für die menschliche Entwicklung von einigermaßen der Wichtigkeit sind natürlich die Gedanken, die wir je nach Reife des Geistes verarbeiten können und zuvor natürlich empfangen können. Die Gedanken selbst sind in einer Gedankensphäre oder Mentalebene oder wie auch immer man es nennen mag, vorhanden und werden natürlich auch von den anderen Geistern, die überall im Universum vorhanden sind, hervorgebracht, auch verarbeitet und zum Teil auf uns übertragen. Das sind dann die Impulse, die wir durch Inspiration, Intuition oder andere Mechanismen erhalten. Meistens unbewusst. Je vollkommener, reifer und entwickelter ein Mensch ist, umso größere Ideen und Gedanken kann er empfangen und verarbeiten. Doch was ist nun der Sinn der Entwicklung, des menschlichen Lebens? Kurz gesagt, die Aufgabe des Menschen. Um das zu beantworten, wollen wir uns einmal auf einen Fußballplatz begeben. Ein Fußballfeld hat eine Größe von, sagen wir im Durchschnitt, 72 mal 108 Metern, was 7776 Quadratmetern entspricht. Bei einer Anzahl von 25.000 Grashalmen pro Quadratmeter kommen wir im Durchschnitt auf 194.400.000 Grashalme auf dieser Rasenfläche, was ungefähr der Einwohnerzahl von Deutschland, Frankreich und Spanien entspricht. 40 Fußballfelder wiederum entsprechen der Gesamtbevölkerung der Erde. So viele Grashalme würden dann für so viele Menschen stehen. Die Weltbevölkerung nimmt pro Jahr jedoch um ungefähr 82 bis 83 Millionen Menschen zu. In unserem Beispiel wäre das also alle 7 Jahre ein Fortschritt von 3 Fußballstadien. Ein Zuwachs. Das ist eine ganze Menge. Im Vergleich ist also ein einzelner Mensch wie ein Grashalm in einem von 40 Fußballstadien zum derzeitigen Zeitpunkt. Wenn nun der Mensch auf dem Anstoßkreis wächst und zu gewissen Zeiten viele Leute um ihn herum stehen und viele Kameras auf ihn gerichtet sind, könnte er denken, er wäre etwas Besonderes. Das kann so weit gehen, dass er mit anderen Grashalmen nicht mehr spricht, schon gar nicht solchen, die womöglich außerhalb des Spielfeldes stehen. Und dennoch ist er nur ein Grashalm in einem Stadion,
der gerade vom Licht beschienen wird. Einige Zeit später kann er jedoch schon wieder im Schatten sein. Und so wird aus den objektiv möglichen Weltanschauungen eine subjektive. Genauer gesagt sehr viele subjektive. Derzeit etwa 40 Fußballplätze voll. Doch diese subjektive Anschauung ist notwendig, denn es ist ja unsere Aufgabe, die Liebe zu entwickeln. Das können nur wir, die Geister der Freiheit. Wir werden das noch im Einzelnen genauer betrachten. Der Sinn des Lebens, die Entwicklung der Liebe für den Kosmos, angefangen von der untersten Stufe der körperlichen, geschlechtlichen Liebe, bis hin zur höchsten Stufe der rein geistigen Liebe, wird also durch uns Menschen bewerkstelligt. Wenn wir das geschafft haben, ist unsere Mission erfüllt. Und dann wird die Liebe ein Bestandteil, ein inhaltlicher Aspekt der neuen Erde sein, das, was in der Geisteswissenschaft Jupiter genannt wird. Um all das zu erreichen, zu entwickeln, müssen wir den Menschen, die menschliche Seele, was eigentlich der eigentliche Mensch ist, entwickeln. Und das geschieht, indem wir unser Temperament in den Griff bekommen. Und so wird irgendwann aus dem Lebensleib Lebensgeist, aus dem Körper über die Seele, durch die Seele ins Geistige. Beispielsweise, indem wir ein schwaches Gedächtnis in ein starkes umwandeln oder ein melancholisches Temperament in ein gleichmütiges verwandeln oder je zornige Impulse in Sanftmut verwandeln, bearbeiten wir unseren Lederleib. Auf dem Weg sind jedoch vielerlei Verirrungen möglich. Doch, wie wir gesehen haben, ohne Freiheit ist Liebe unmöglich. Denn ein Wesen, das einem Impuls folgen muss, folgt ihm halt. Das würde für die Hierarchien gelten, die Geister, die wir bereits kennengelernt haben. Menschen sind die Geister der Freiheit und haben die Wahl, was sie tun und was sie nicht tun. Und jeder muss den Weg für sich alleine gehen. Niemand kann ihm diese Last oder diese Lust abnehmen. Das wäre sonst nicht im Sinne der Entwicklung. Doch gibt es seit jeher Helfer auf dem Weg. Allen voran der Christus. Aber auch Menschen, die den Weg bereits gegangen sind. Wie zum Beispiel Moses. Oder solche, deren Existenz im Orient schon seit Urzeiten bekannt war und ist. Fassen wir noch einmal zusammen. Liebe kann nur entwickelt werden, wenn die Freiheit besteht, es auch nicht zu tun, beziehungsweise tun zu müssen. Alles andere wäre nämlich nicht frei, sondern gezwungen, beziehungsweise es würde eine Abhängigkeit bestehen, wenn auch in unterschiedlichen Nuancen. Allerdings ist noch etwas ganz Spezielles erforderlich, um ein Höchstmaß an Liebe zu entwickeln. Es muss auch möglich sein, den Gegenpol zu entwickeln, zu verinnerlichen. Und zwar voll bewusst. Das ist der Hass. Eine Art Antiliebe. Diesem Thema werden wir uns im nächsten Teil der Entwicklung der Menschheit zuwenden. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, please feel free to like and share. Bis zum nächsten Teil der Entwicklung der Menschheit.